Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sterne und Sternbilder unserem heutigen Tag am 27. August 2017? Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Skorpion und erreicht das Kreuz des Südens. Dieses Kreuz des Südens ist ein Sternbild und sichtbar im Südhalbkugel und dient zum Orientierung, weil hier in diesem Sternbild befindet sich die Südpol. Also wir können heute orientieren und kommt etwas im Fluss. Es ist eine zunehmende Mondphase, verspricht auch Wachstum, aber achtsam sein, weil auf unseren Finanzen kommt ein anderer Einfluss und das sind die beiden Jagdhunde. Das ist das Sternbild Jagdhunde und es ist ein nebelartiger Zustand und dieser Nebel wirft ein gewisser Schatten auf unseren Finanzen. Das heißt, ist etwas unklar und jetzt investieren ist ein großes Risiko. Das kann Gewinn bringen, kann aber auch zum Verlust führen. Und wie bewegen sich die Planeten und was für Einflüsse gibt noch? Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Im Tierkreiszeichen Skorpion geborenen ist ein Wechsel. Veränderungen sind zwar keine große schicksalhafte Veränderungen, aber ändert sich etwas und geht alles in die richtige Richtung. Die Skorpiongeborenen haben gerade Orientierung, sie bewegen etwas und bringen etwas im Fluss. Sie sollen gerade auf ihre Intuition hören, weil das ist ein guter Einfluss momentan und die Skorpiongeborenen haben auch gerade eine Heilenergie. Im Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig die Sicherheit, Stabilität. Sie haben auch Ziele, Wünsche, Sehnsüchte, das kommt auch in Form. Heute ist ein bisschen unbeweglich alles, aber im Vertrauen bleiben. In die kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung. Und die Schützengeborenen haben auch eine Glücksenergie und auch in die Liebe, Partnerschaft kommt auch das Glück. Vielleicht ist nicht heute, ist die große Glück da, aber diese Bewegung kommt. Im Tierkreiszeichen Steinbock geborenen gelingt etwas zum Ende zu bringen oder von etwas verabschieden oder loslassen oder von etwas trennen. All diese Belastungen, was bei den Steinbock geborenen Kraft und Energie gekostet hat. Und die Steinbock geborenen spüren jetzt gerade diese Kraft und sind auch Neuigkeiten da und es kommt auch im Fluss und die Steinbockgeborenen zeigen gerade Stärke. Die Wassermanngeborenen. Bei den Wassermanngeborenen ist gerade ein wichtiges Thema Beruf, Berufung, die Arbeit, aber auch Gesundheit. Heute sind Einschränkungen da. In die kommenden Tagen kommt aber eine Verbesserung oder eine Begeisterung, neue Möglichkeiten, neue Chancen. Und in die nächste Zeit wird nicht nur die Arbeit wichtig sein, sondern auch die Liebe, Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen kommt etwas im Fluss. Es ist eine Verbesserung. Wichtiges Thema auch die Gefühle, auch Liebe, Partnerschaft. Und da kommen Einflüsse von außen. Und das ist sehr angenehm und sehr schön. Gerade bei den Fischengeborenen kommt auch etwas im Fluss. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist eine Wende, Veränderungen. Aber noch geduldig sein. Weil etwas bremst noch ab. Vielleicht muss noch etwas noch überprüfen oder kommen noch Einflüsse von außen und da sind noch Unklarheiten, Unsicherheiten da. Aber in die nächste Zeit kommt eine Wandlung,
Es kommt ein Wechsel, geht alles in eine andere Richtung und es wird die Wiedergeborenen begeistern. Wo eine gute Energie haben, das ist die Liebe, Partnerschaft, besonders die Wiedergeborenen, die am Ende März geboren sind. In Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig die Orientierung, die Ziele zu erreichen. Bei vielen Stiergeborenen spielt gerade ein großer Einfluss eine Reise oder Kontakte von Ausland oder Bewegung, weil die Stiergeborenen setzen etwas in Bewegung und sie haben gerade klare Ziele. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig die Berufung und da haben die Zwillingsgeborenen einen Aufstieg. Es sind heute noch Unklarheiten da. In den kommenden Tagen werden aber die Zwillingsgeborenen etwas klar und deutlich sehen, etwas klar und deutlich erkennen. Eine Nachricht ist schon unterwegs und die Liebepartnerschaft verbessert sich auch etwas. Da kommt auch etwas in Bewegung bei den Zwillingsgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist gerade die Thema die Beruf und Berufung und da möchten die Krebsgeborenen etwas erreichen. Sie brauchen Lob, Anerkennung und die bemühen sie sich, erfolgreich zu sein und es wird auch ein Aufstieg sein bei den Krebsgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen sind neue Möglichkeiten und Chancen. Und die Löwengeborenen haben die Kraft und die Mut, das zu bewältigen. Eine Nachricht nähert sich. Vielleicht Kontakte von Vergangenheit. Etwas kehrt zurück. Und in der Liebepartnerschaft wird in der nächsten Zeit auch aktiv sein bei den Löwengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist gerade ein Aufstieg und sie bringen etwas in Ordnung. Es sind heute klärende Gespräche. Sie schauen auch genau ihre Chancen, ihre Möglichkeiten an, besonders in beruflichen Situationen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen fühlen sich stabil, sicher. Sie haben gerade die inneren Gleichgewicht. Was wichtig ist bei den Wagengeborenen, die Werte und auch die eigenen Selbstwertgefühl und auch die Finanzen in Ordnung zu bringen. Aber sie brauchen in die Finanzen auch die Gleichgewicht, Einnahme, Ausgabe im Gleichgewicht halten und heute noch etwas überprüfen, die Rechnungen in Ordnung zu bringen und nicht vergessen, das Sternbild Jagdhunde wirkt auch und das ist eine gewisse Wolke gerade auf den Finanzen und das trifft besonders die Wagengeborenen. Ansonsten haben sie Glück und dieses Glück, was Fortuna verspricht gerade bei den Wagengeborenen, ist vielleicht nicht heute, aber das trifft auch ein, es nähert sich etwas. Und das sind auch Gewinnchancen, ein bisschen Geduld noch. Momentan eher doch die Rechnungen achten und das in Ordnung zu bringen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.